Kein Tag ist wie der andere. Mal mehr, mal weniger Freude und Mühsal. Es kann uns gut tun, dem Tag Ansehen zu geben, nämlich bewusst wahrzunehmen, was mich froh macht, aber auch, was mich niederdrücken will. Das Erfreuliche schaue ich meist lieber an als das, was mir schwerfällt, was mich quält. Aber nur die Zusammenschau macht den Tag ganz. Die Zusammenschau bringt mich auf den Weg der Ganzwerdung. So kann in der Nachfolge Jesu gehen verstanden werden, ich nehme nicht nur das Erfreuliche, sondern auch das, was mich belastet, bewusst wahr und an. Das kann ich umso bereiter tun, da ich weiß, Jesus selbst ist solch einen Weg gegangen und jetzt geht er ihn mit mir. Das Ziel Ganzwerdung ist voller Leben und Freude, ist Auferstehung zu neuer Lebenskraft, täglich neu. Dieser Weg mündet ein in die endgültige Ganzwerdung, in die Verwandlung, in die Auferstehung zum ungetrübten Leben. Es lohnt sich also, diesen Übungsweg von Tag zu Tag weiterzugehen. Bei Lukas fragt Jesus seine Jünger, für wen sie ihn halten. Antwortet Petrus, für Christus Gottes. Darauf kündet Jesus seinen Leidensweg an. Der führt bis zum Kreuzestod. Dieser mündet ein in die Auferweckung. Zu allen, sagte Jesus, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus verweist auf den Weg, auf den er von Gott gesandt ist, und auf das Ziel dieses Weges.